Ja, Frankfurt verteidigt sehr, sehr diszipliniert, sehr kompakt, hat ein gutes Umschaltspiel. Wenn sie tief stehen im 5-4-1, sehr kompakt. Wenn sie vorne pressen, sehr mannorientiert. Haben eine sehr gute Abstimmung, haben, glaube ich, einen sehr guten Weg, den sie gegangen sind, auch Geduld bewahrt. Diesen Weg, diese Überzeugung in diesen Weg gehabt und wurden da jetzt auch belohnt für. Ist eine unangenehme Mannschaft, so ein Stück weit eine Mannschaft der Stunde im Moment. Lassen unheimlich wenig Torschüsse zu. In den letzten 3 Spielen, glaube ich, nur 3 Torschüsse zugelassen aufs Tor. Dadurch fängst du halt auch wenig Gegentore. Und sind halt alle immer mit dabei, arbeiten für die Balleroberung, arbeiten gegen den Ball und ja. Machen es sehr, sehr gut. Ja, es ist eine Mannschaft, die eine Variabilität auch im taktischen Bereich sich erarbeitet hat, mit dem Hasebe mal vor oder hinter oder in der Kette drin, je nachdem, wie der Gegner da agiert, mit 2 Stürmern, mit 1 Stürmer. Haben ein sehr, sehr gutes Flügelspiel mit dem Chandler und dem Ochipka, die viele Flanken reinschlagen. Zielspieler Meier vorne drin, hat schon 3 Tore gemacht. Fabian schon 3 Tore gemacht. Also da auch eine Flexibilität und Variabilität vorne im Sturm mit Gacinovic, der im Moment auch sehr, sehr gut und schnell unterwegs ist, sehr quirlig ist. Die haben da eine sehr gute Mischung gefunden, haben sich das erarbeitet, eben schon den Weg so ein bisschen beschrieben. Ist eine unangenehme Mannschaft, die uns da alles abverlangen wird.